André zeigt uns nun ein paar Tierbewegungen. Er beginnt mit einer Schlange vorwärts. Hierbei bleibt die Hüfte ganz dicht am Boden und er schiebt sich mit seinen Füßen im Wechsel rechts und links auf dem Bauch nach vorne. Das Gleiche geht dann auch rückwärts, Schlange rückwärts. Da liegt die Hauptarbeit dann bei der Armarbeit. Die Arme schieben den André rückwärts und er wechselt auch mit der Hüfte rechts und links. Es folgt die Raupe vorwärts. Hierbei werden von André die Knie ganz dicht an die Ellenbogen herangezogen und dann wird der Oberkörper nach vorne abgelegt, bis er wieder auf dem Bauch liegt. Und nun die Raupe rückwärts. Umgekehrte Bewegung, die Arme werden rangezogen bis zu den Knien und danach die Beine wieder nach hinten weggestreckt, bis André auf dem Bauch liegt. Es folgt der Spinnengang. Hierbei läuft André auf den Füßen und Handflächen. Das Gesäß wird ganz weit vom Boden abgehoben. Die gleiche Übung rückwärts wäre dann der Krebsgang. Nun kommt das Gehen eines Gorillas. André setzt hierbei im Wechsel diagonal linker Arm und rechtes Bein bzw. rechter Arm und linkes Bein nach vorne auf und bewegt sich diagonal nach vorne. Und es folgt der Gorilla zur anderen Seite. Und die letzte Übung ist eine Echse, erst vorwärts. Hierbei kriecht André nur auf Händen und Füßen ganz dicht mit dem Bauch über dem Boden nach vorne. Und die gleiche Bewegung geht auch rückwärts. Ähnliche Bewegung wie zu Beginn die Schlangenbewegung, nur ca. 10 cm mit dem Bauch über dem Boden.